Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir haben im letzten Part, ja, sind wir Guru schon ein bisschen zugerichtet. Also, in seine ganzen Vorburgen, kann man so sagen. Seine Außenposten quasi zerstört und jetzt möchten wir nur noch... Oh, er hat nicht mal Tore. Ja, den Rest zerstören. Unser Verbündeter greift schon an. Wollen wir den Rest auch nochmal loslassen. So, geht dahin, hier dahinter. Macht das Ding da? Greift doch damit an! Ja. So, dann bauen wir uns mal auf. Und zerstören nach und nach einfach alles. Ich meine, er hat ja nicht mal mehr Einheiten, um sich zu verteidigen. Das ist ein bisschen doof für ihn. Sehr schön. So, dann weiter nach vorne und die nächsten Türme. Dann das Ding noch und dann rein, hau ich meine Reiter da einfach rein. Haben wir nicht ganz so viele Verluste. Er lenkt das schön ab. Schön, dass das macht. Man brauchen wir zwar nicht, aber naja. Oh. Moment. Jetzt. Und drauf. Na, kriegen sie es noch? Aber ich stehe schon ziemlich nah dran, ne? Oh! Angriff. Hä? Doch angreifen? Hallo, abbau. Oh mein Gott. Na klar, alle drei haben getroffen. Wow. Ah, das war mein Abstand. Wow, ich habe die Extra sogar bewegt und er hat einfach alle drei getroffen. So. Das sollten wir jetzt gewonnen haben. Hier, komm mal her. Sehr gut. Und er gibt auf. Sehr geil. So, Simon Guru ist damit besiegt. Ja, dass wir noch so einen kleinen Fleckchen hier geschafft haben, ist doch in Ordnung. Und wir mussten leider ihn vernichten. Das tat mir irgendwie leid, dass die Prinzessin gestorben ist. Sosso sind vollständig besiegt und Suman Guru ist auf der Flucht. Wir haben gesiegt. Auf der Flucht? Wieso habt ihr nicht getötet? Ah, ihr seid schlecht. So, sehr schön. Wir haben es geschafft. Karte verlassen. Die Armeen prallten unter Waffengeklirr und dem Donnern der Hufe aufeinander. Sie bogen und wanden sich wie ringende Schlangen. Viele Male wankten die malischen Krieger, doch in kritischen Momenten ritt Sundiata an den Reihen seiner Männer entlang und nährte Beharrlichkeit und Siegeswillen. Schließlich ebbte der Ansturm der Sosso ab und ihre Entschlossenheit schwand. Als er merkte, wie sich das Blatt wendete, ließ Suman Guru seine Männer im Stich und floh in die Berge. Beim Anblick ihres fliehenden Anführers brachen die Reihen der erschöpften Sosso zusammen. Tagelang wurde gefeiert mit den üppigsten Festmählern, die man je sah. Alle Könige des Bündnisses versammelten sich, um Sundiata zu ihrem Mansa zu erklären, dem König der Könige. Mali war nun ein vereintes Königreich und Sundiata sein Herrscher. Sehr schön. So, kommt noch eine letzte Mission. Die Höhle des Löwen. Ah, schön. Dann, go. Mali hatte nun die Vorherrschaft über das Land auf beiden Seiten des Niger. Mansa Sundiata regierte ungehindert von den Goldminen Bambuks bis zur Stadt Gao.
Doch das war noch nicht genug für ein stabiles Königreich. Sumanguru floh in seine Festung Kumbhi Saleh und hinterließ Verwüstung, wo immer er konnte. Solange er lebte, würde er den Frieden des Reiches bedrohen. Sundiata rief seine Männer ein weiteres Mal zusammen und begann eine lange Belagerung der mächtigen Sosso-Hauptstadt, dem einstigen Zentrum des Reichs von Ghana. Sundiata würde auch diesen letzten Sieg erringen. Oh ja, und dabei helfen wir doch gerne. So, zerstören Sie die Stadt Kumbhi Saleh. Werden Sie den bösen Herrscher zu Mongari ein für alle Mal los. Okay. Also einfach an alles zerstören. Ihn nehmen wir automatisch los. Hat in Kumbhi Saleh, der alten Hauptstadt Ghanas, Zuflucht gefunden. Lasst uns dies zu Ende bringen und zu Manguru ein für alle Mal loswerden. Ich hätte mir ruhig ein paar mehr Dorfbewohner hinstellen können. So. Wir sind hier. Oh, das ist auch meins. Oh, ja, okay. Dann darauf. Hier brauche ich erstmal ein bisschen Platz. Aber schön. Könnte mit Schiffen kommen. Okay. Das heißt, wir müssen vielleicht hier noch ein bisschen absichern, weil hier nichts ist. Ansonsten würde ich sagen, sieht es eigentlich gut aus, was die Positionierung angeht. Und wir haben schon einiges bekommen. So, machen wir mal ein paar Schiffchen. Dahin. Ihr geht darauf. Du kannst schon mal Felder anbauen. Oh nein. Ach, egal. Jetzt hat er sein Feld. Können wir das hier nutzen, die alle? Das sieht gut aus, ne? Mit dem Wasser dazwischen so. Hat was. Ja, darf ich nutzen. Cool. So, das machen wir mal. Das können wir leider schon nicht mehr leisten. Ups. So, Holz, Eisen, Steine. Nahrung kriegen wir jetzt auch langsam. Leider noch nicht genug. Oh, hier. Ich habe sogar noch ein paar kleine Fischerboote. Was soll das eigentlich mal darstellen, dieser Schlamm? Sollen es Krokodile gewesen sein, die da so lang wuseln? Ich könnte mir das vorstellen, weil es aus dem Wasser kommt, aber hier? Keine Ahnung. So, die tun Sachen und machen Dinge, das ist schon mal gut. Na, Holz haben wir zwar ein bisschen, aber ich fürchte, es ist gar nicht mal so genug, was wir eigentlich bräuchten. So, noch mehr Nahrung. So, dann haben wir die Felder, hier die Bärensträucher. Das haben wir, die Fischerboote machen was. Hier müsste ich zwar noch mal ins Gold. Generell würde ich sagen, wir haben so viele Häfen, das ist nice. Hier. Jetzt können sie daran. Wobei, nein, hier. Ich mal ins Gold. So, ein Verstärkungstruppen. Mal dahin gehen. Oder erstmal den abfangen. Ach, ich dachte, ich hätte Feuerschiffe gebaut. Ups. Naja, gut, dann. Brauche ich jetzt halt Fallschiffe. So, und das. Und du hier sind dabei.
So, haben wir denn schon einen? Nee. Nee, schade, Schießstand haben wir nicht. Dann brauche ich nochmal einen Dorfbewohner, der was tut. Oh, den hat voll gesehen. Ich habe nur die beiden gesehen. So, und die beiden? Keine Ahnung, stell ich mal dahin. So, patrouillieren. Von da oben aus. Bis dahin. So, Schießstand. Wo ist er? Da, Schießanlage. Dann hau ich hier noch ein paar mehr Bogenschützen rein. Röhricht. Röhricht, aha. Aha. Hab ich so noch nie gehört. Du hast wahrscheinlich eher so Schilf oder sowas. So, was können wir noch gebrauchen? Das Ding. Ah, kommt mit Schiffen. Okay, dann brauchen wir natürlich auch ein paar Schiffe. Hier, Angriff. Dass ich mal anders überlegen sollen. So. Okay, solange er mit einzelnen Einheiten kommt, alles ist easy. Ja, was wollte ich noch bauen? Genau, ich brauche Waffen. Kriegsmaschinerie. Brauche ich mal. Ja, da. Warum patrouilliert ihr nicht mehr? Ups, nein. Patrouillieren. Da. Kleines Ersatzschiffchen, wir müssen uns damit hin. So, und jetzt brauchen wir nochmal den ganzen Standardkram für Forschung. Da ist ein bisschen Gold, da ist ein bisschen Gold. Hm. Gold könnte knapp werden, so wie das aussieht. Und Holz habe ich aktuell noch. Ich gehe mit euch mal kurz ein bisschen erkunden. Lösen wir da links hin. Aha, kann man ein Kanonenboot dann bauen, um den Kram loszuwerden. Oh, was ist da denn? Schön. Wieso greift er mich nicht an? Okay, nehme ich einfach mal mit. Bisschen erkunden. So, das passt. Ugh. Angriff. Wo ist mein... Ich muss das mal reparieren. Wow. Okay, ich brauche einen neuen Arbeiter. Der geht das reparieren. Ach du Schande. Was ist denn hier los?
das sieht schlecht aus, ne? Wow. So, ihr dahin. Da patrouilliert ihr. Ist da. Ja, hier unten muss ich definitiv irgendwas hinstellen. Nicht, dass die noch ein bisschen wütender werden hier. Gut, ein paar Schiffe, ein bisschen davon. Da ist sie. Dann kann sie schon mal das Ding bauen. Hier bleibt mal lieber da so stehen. So, wie viel sind da drinne? Keiner. Oh, ich dachte, ich hätte mir eingestellt. 5 und 3. Ja. So, und er kann dann noch mal eine kleine Kirche bauen. Damit sie hier unten noch mal eine Universität bauen. Wo greift er dann nach da oben? Oh, er hat meinen Typen getötet. Das ist halt. Oh shit. Oh nein. Die schaffen es nicht. Okay. Das mal. Nicht genug Holz. Wie? Nicht genug Holz. Aha, wo sind meine ganzen Holzfäller? Okay, die haben Steine abgebaut. Hier Holz. Okay. Er kann das reparieren. Hier geht da rein. Dürfen sie noch nicht? Ach du Schande. Okay, vielleicht soll ich eine Burg hinstellen. Hier, schnappt ihr den Typen. Ololo, ololo, ololo. Okay, ich glaube, ich darf sie nicht, Kern. Das ist auch nochmal ziemlich nice. Leider kann ich meine Schiffe nicht wirklich mehr aufrüsten. Aber Kanonenboote, das ist wichtig. So, wenn ich jetzt hier noch eine Burg hinstelle, dann müsste er eigentlich aufgeschmissen sein. Was hat der denn da? Achso. Stimmt, die haben mich nach Norden geschickt. Ja, hier dann. Fahren wir da hin. Ist hier kaputt. Aha. Interessant. Er hat eigentlich gar nicht so viel. Bisher. Nee. So viel hat er gar nicht. Hier greift das mal an. So, und er baut jetzt hier eine Burg. Dann hat das auch ein Ende. So, und ihr könnt mal euch da schon mal sammeln. Oh, gar nicht mal so viele. So, dann geht das ein bisschen schneller. Hier werde ich auch noch eins hinsetzen und da oben vielleicht auch nochmal. Das ist im Grunde nur ein Baum, den ich dafür brauche, für das Gebäude. Und dafür sind die wesentlich schneller in dem Rest der Bäume abfällen. Abfällen, kann man so sagen. So, das werde ich zerstören und dann mich hier auch noch breit machen für das Gold und so.
Wie sieht es denn mit der Forschung aus? Ah, Gold. Gold sagt, wir haben Mangelware. Ich kann leider auch niemanden oder mit niemandem handeln, außer mit ihm vielleicht, wenn ich ihm die Dinger nehme, dass ich dann hier ein bisschen was klaue. Muss halt nur ein paar Kriegsschiffe dann dazustellen, damit er nicht andere Schiffe baut und meine Handelskoggen dann wieder zerstört. So, das möchte ich auf jeden Fall haben für die Kanonenboote. So, die Burg steht auch gleich, perfekt. Oh, das, ich habe echt Goldmangel. So. Schön fokussiert schießen. Das bringt am meisten. Weil diese Feuerschiffe sind so geil. Ernsthaft. Sind einfach nur geil. So, habe ich hier 5 drin? Ja. Das ist erstmal egal. Was ist mit euch noch in Ordnung? Ups. Ich habe ein Schiff zu viel weggenommen. So, ihr patrouillieren. Hier. So, das habe ich. Das brauche ich noch. Gruppe braucht noch eine Markierung. Was? Nur einen Mönch. Achso, ja, das ist perfekt. Wenn ich wirklich viel machen möchte. Oh, oh. So, sorry, so kurzer Spielpauschen. So. Ich brauche weiterhin mehr Gold. Kann ich den jetzt schon? Ja, forschen. Ah ne, warte. Ich brauche das Gold wahrscheinlich für das Kanonenschiff. Aber das hier finde ich schon ganz gut. So, das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Das brauche ich die Schaufel überhaupt? Plus 15 Angriffsstärke. Oh, das ist eigentlich gut bei... Was? Angriffsstärke bei Gebäuden für Dorfbewohner. Für Dorfbewohner bei Gebäuden, oder wie? Ja. Naja, gut, dann greife ich mal... Eigentlich braucht man das nie. Mit Dorfbewohnern greift man keine Gebäude an. Aber ich könnte mir das Ding kaufen. Gucken wir erstmal, was unser Kanonenboot kostet. 150, Ja, werde ich aber machen und dann gleich hier nochmal. Jeweils ein. Ein von ihm und ein von ihm. Passt. So, dann werdet ihr gleich Unterstützung geben. Zumindest bei deren Häfen. Vielleicht soll ich da nochmal ein paar Schiffe bauen. Oh, der ist aber mutig. So. Kanonenschiff, Angriff. Ah, der braucht noch ein bisschen. Weg da, weg da, weg da. So, erstmal die da kaputt machen. Das kann ich ja gar nicht leiden. Und dem möchte ich jetzt auch nicht das ganze Gold überlassen. Sobald der Turm weg ist, werde ich ihn da wegbomben. So, und du kannst das mal angreifen. So, 11. 11 ist noch nicht so viel. Ah komm, ich baue noch einen zweiten. Zack. Das ist halt immer das Gold, was mir aktuell fehlt. Schade eigentlich. Ja, schicken Speer. Zack, weg ist er. Kannst du noch ein paar mehr schicken.
So, das war das. Soll ich... Ja, komm, mach ich. So, Nahrung habe ich, Gold habe ich 0. Ach du Schande, ey. Ich gebe echt zu viel aus. Wo will er eigentlich hin, dass er hier mit seinem kleinen Fischerboden ankommt? Hat das Ding eigentlich 370. Oh, 170 pro Schuss. Ist nett, würde ich sagen. So, hier Angriff. So, der ist weg. So, und den lasse ich hier erstmal kurz gucken. Nicht, dass hier noch irgendwie ein Turm auf Überraschung aus ist. Sieht aber bisher nicht so aus. Schön. Und hier ist er erst gar nicht. Perfekt. So, dann hoffe ich, dass ich jetzt hier... ...mit denen ordentlich was machen kann. Zerstören. Erstmal hier alles wegräumen. Ah, unbekannte Gewässer sind nicht so geil. So, was ist jetzt sein Job hier? Wow. Okay. What? Wie, der hat mein Kanon... Wann hat denn der jetzt die... Oh, ich fühle mich verarscht. Wie hat er die jetzt kaputt gemacht? Boah, er hat mich da oben abgelenkt und hier unten kaputt. Oh nein. Soll ich mir sowas denn leisten? Eigentlich gar nicht. Es hat nur da unten seine Häfen. Oh, mies. Einfach mies. So, kommt mal mit dahin. Kann ich ja leiden, ey. Wenn mich so ablenkt, dass ich dann das Wichtige aus den Augen verliere. So, hier ist dahin. Guck mal hier in den Gewässern nach. So, erstmal seine Schiffsflotte hier kaputt machen. So, und den auch nochmal. Und was ist das hier für dich? Ernsthaft? Wo ist jetzt sein komisches Schiff hier hingefahren? Da. Wie? Hä? Wie ist das jetzt kaputt gegangen? Ich verstehe es nicht. Der Türme kann doch nicht so viel Reichweite haben wie mein Kanonenschiff. Oder was?
Hä? Das irritiert mich jetzt ganz schön. Das hat er vorher auch nicht gehabt. Hier, Test. Kriegst du echt Schaden dadurch? Tatsache. Boah, sogar richtig viel. What? Okay, hat sich das gerade erledigt. Zurück. Ich brauche eine Armee davon. Sollen wir mal abbauen? Boah, shit. Was mache ich denn jetzt? Oder ich. Nee, warte, ich lasse das. Ich lasse diesen Stunt einfach. Ist ja gut, ey. Ihr könnt euch auch wehren. So, okay. Dann gehen wir wieder alle zurück. Halt sich auf ihre Plätze. Oh, wow. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass sie so weit so große Reichweiten haben. So, das brauche ich. Wow, auf 5 cm. Nicht mal. Gut, ich denke, wir werden erstmal hier Schluss machen für heute. Part ist auch schon wieder ewig lang. Wir werden hier jetzt Leute rübersetzen. Das kann ich eigentlich mal tun. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.